Hallo, schön, dass ihr mal wieder mein Video schaut. Ich habe mal wieder eins gemacht. Ja, ich weiß, es ist schon lange her, dass ich das letzte gemacht habe, aber es hat einfach irgendwie nicht reingepasst und irgendwie hatte ich auch keine Lust. Und jetzt hatte ich mal wieder Lust und habe auch ein bisschen was zum Erzählen und deswegen möchte ich einfach ein neues Video machen. Ich sitze hier in meinem Zimmer. In dem ganzen Haus ist es mein einziges eigenes Zimmer. Das habe ich so ein bisschen als Nähzimmer, als Bastelzimmer betitelt. Hier steht aber auch das Gästebett drin und auf dem sitze ich gerade. Und in meinem Zimmer gibt es eine pinke Wand. Das ist meine allererste pinke Wand in meinem ganzen Leben. Ich habe in meinem Kinderzimmer nie eine pinke Wand gehabt und deswegen habe ich gesagt, im Haus muss ich eine pinke Wand haben. Hier im Zimmer steht auch mein Hochzeitskleid. Ich drehe mal gleich die Kamera und dann seht ihr es. Hier ist mein Hochzeitskleid. Den Hut habe ich nicht zur Hochzeit getragen, aber das sah so schön aus. Und hier oben habe ich mein Strumpfband rumgewickelt und da ist der Kopf von dieser Puppe und das sah nicht so schön aus, wie wenn ich diesen Hut dahin so drapiere. Und deshalb, ja, ist ein Hut. In dem Zimmer ist hier, habe ich jetzt mein Schränkchen hingemacht mit meinen Nähsachen. Und dann habe ich hier noch meine Bastelsachen von Stamping Up. Also ich bastel mit Stamping Up. Das sind hier so Stempelkissen. Und hier sind die verschiedenen Stempelsets, die man auf so Plastik Quader drauf macht. Und dann kann man da ganz tolle Karten gestalten. Hier unten habe ich ein paar davon. Die Kamera ist ein bisschen blöd so. Genau. Und ja, in den Schränken habe ich jetzt da das Zeug drin. Der Tisch hier, der muss noch aufgebaut werden. Da fehlen die Schrauben. Den Tisch habe ich von meinem Schwager bekommen und da fehlen irgendwie noch die Schrauben. Und jetzt muss man noch warten, bis er die Schrauben bringt. Sonst, was gibt es sonst noch zum Verzählen? Unsere Familie hat Zuwachs bekommen, kein Baby, aber wir haben eine Hündin aus dem Wurf von unserer großen Hündin behalten. Sie hat im Anfang Oktober einen Wurf bekommen von Tervurenwelpen und müssen da eingetragener Züchter im DKWS. Unser Zwinger heißt vom kleinen Schlösslein. Und da ist die kleine Abby geboren, die Erstgeborene. Und irgendwie hat die keinen Besitzer gefunden. Und ja, dann ist sie halt bei uns geblieben. Jetzt haben wir halt 4 Hunde. Ist ein bisschen verrückt, aber naja, so macht man es halt manchmal. Und das Leben läuft nicht ganz so, wie man sich das plant. Ich schwenke mal die Kamera zur kleinen Abby hin. Kleine Abby? Joi? Bist du so feine Mausi? Joi? Vielleicht kommt sie ja nachher aufs Bett. Genau, die ist jetzt bald 13 Wochen alt und ja, fleißig am Wachsen. Ich habe schon ein bisschen zu groß, finde ich. Naja, die Kleinen werden halt doch schon sehr groß. Ja, sonst zu mir. Wir waren in der Behandlung, also ich bin ja beim Internist gewesen und bei der Nuklearmedizin und alles, pipapo. Und am Ende kam mir raus, dass ich gar nichts habe. Also, dass meine Schilddrüse total in Ordnung ist. Und so ist bis jetzt auch der Stand der Dinge. Also ich habe nichts anderes Neues gehört. Also ich habe nochmal einen Bluttest bei der Internistin machen lassen. Die hat dann auch nichts rausgefunden. Und daher mache ich jetzt einfach immer mal wieder so Bluttests bei der Internistin. Guck, ob wie der Wert ist. Wenn der Wert in Ordnung ist, dann mache ich da jetzt nichts Großartiges. Und wenn der Wert ja, wieder irgendwie schwankt, dann muss man halt dann handeln. Bei der Heilpraktikerin waren wir, ich und mein Mann, auch in der Behandlung und die hat schon ein paar Sachen rausgefunden.
Durch die Heilpraktikerin habe ich jetzt auch wieder einen regelmäßigen Zyklus zwischen 32 und 34 Tage, also je nachdem, mal so, mal so. Und ja, dann muss ich mal schauen, wie der jetzige Zyklus ist. Aber ich bin schon ganz froh, dass ich die Zyklen überhaupt eingefahren haben. Also, dass die jetzt ganz normal sind und dass die auch regelmäßig sind und auch ähnlich ablaufen. Also die ersten normalen Zyklen, in Anführungsstrichen normalen, waren echt heftig von den Gefühlsausbrüchen, von einfach von den Hormonen. Aber inzwischen hat sich mein Körper da ziemlich gut eingependelt und es klappt eigentlich ganz gut. Fühle mich wohl so, wie es jetzt gerade läuft. Und von daher denke ich, ja, dadurch, dass jetzt Abby auch einfach da ist, habe ich auch nicht mehr ganz so viel Zeit, darüber nachzudenken, wie es ist, schwanger zu sein. Oder der Wunsch von einem Kind ist nicht mehr ganz so extrem wie die Wochen vorher, wo ich sie einfach noch nicht hatte. Dadurch, dass es so ein bisschen ein Kinderersatz ist, also es ist natürlich nicht ein Kinderersatz, das ist mir auch klar, dass die jetzt auch in einem Jahr schon erwachsen ist und dann einfach die nächsten 15 Jahre Betreuung braucht und einfach ein Familienmitglied ist und einfach ein Hund, der genauso gehorchen muss wie die anderen. Wenn man 4 Hunde hat, dann kann man das nicht mal als Kinderersatz nehmen. Also 4 Hunde heißt sehr viel Arbeit und einfach sehr viel Disziplin. Also die Hunde müssen gehorchen und müssen in manchen Dingen einfach folgen. Und da kann man nicht verhätscheln und vertätscheln. Natürlich ein bisschen geht immer, aber man muss das halt alles in Realität sehen. Also man kann, ja, wir haben auch 4 Hunde auf dem Sofa abends, aber wenn ich meinen Platz brauche, dann fliegen halt auch 4 Hunde wieder vom Sofa runter. Und das ist auch so richtig so. Wenn ihr auch mal Videos über Training sehen wollt, über irgendwas über die Hunde, Spaziergang oder irgendwas, was mir fressen, also was die fressen, wie die fressen, was für Leinen ich habe, könnt ihr es gerne schreiben in die Kommentare. Ich könnte auch solche Videos drehen. Die Hunde sind da, die Kamera auch. Ich denke, vielleicht mache ich das auch mal. Ja, sonst denke ich, dass ich jetzt hier öfters hier oben drehe. Ich habe einfach ein bisschen meine Ruhe. Und ja, kann ja mal ein Video machen, ja, was man hier alles so macht. Wir schauen jetzt mal. Was wir machen, ist, wir fliegen im April nach Bali in Urlaub. Da freue ich mich schon ziemlich drauf. Brauche mal ein bisschen Abstand von der Welt hier und von dem Alltag und allem. Es war zwar ein bisschen organisatorisch, mit 4 Hunden sie unterzubringen, aber wir haben eine große Familie und Freunde und dann nimmt jeder irgendeinen und dann sind sie halt mal 2 Wochen getrennt. Das geht schon auch. Aber auf jeden Fall wird das mein ganz toller Urlaub. Das ist unsere nachgeholte Hochzeitsreise von mir und meinem Mann. Und ja, gucken mal, was das bringt und ob das so funktioniert, und ich hoffe mal, dass das alles so klappt. Unsere erste lange Flugreise und auch das erste Mal, dass mein Mann in ein warmes Land geht und dann gleich Bali. Das wird lustig. Der wird wahrscheinlich krebsrot zurückkommen. Naja, hatte ich immer schon ein bisschen braun, bevor der Sommer überhaupt kommt. Genau, sonst gibt es eigentlich nichts weiteres zu erzählen. Ich hoffe, dass ich einfach ein paar Videos in der nächsten Zeit hochladen kann. Ich hoffe, dass ich mal Zeit finde und Lust habe. Genau. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall werden. Und jetzt habe ich genug Ideen. Wenn das mit den Hunden auch interessant ist, kann ich auch mal solche Videos hochladen. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, ich schaue nämlich auch am Wochenende. Da kann ich euch dann auch mal erzählen, wie das war mit dem Welpen, das erste Mal Silvester, wie wir das gemacht haben, ob das gut funktioniert hat. Das ist halt schon der volle Hund, wo wir dann über Silvester bringen. Den ersten habe ich ganz gut hingekriegt, also mein Jason mag Silvester, das stimmt, oder was stimmt, ich auch egal, der schläft eh überall. Und die zwei Mädels, da habe ich ein paar Fehler gemacht, also meine Kimba, die hat ziemlich Schiss, die haben wir auch so wie der Jason mit rausgenommen, das wäre aber falsch für sie. Und bei der Lexi haben wir das Gleiche gemacht, das war auch falsch, dadurch, dass Kimba so ausgetickt ist oder so Angst hatte,
Ich hatte dann Lexi auch Angst bekommen. Jetzt, wie sie es ja mit Abby macht, weiß ich noch nicht ganz genau. Muss ich mal noch schauen. Aber ich denke, die Abby ist nämlich auch ein bisschen robuster als die anderen zwei Weiber. Genau. Also dann wünsche ich euch noch was. Tschüss.